Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem weiteren Video Train Station Renovation. Ja, vor einigen Tagen haben wir uns die Demo angeschaut von dem Tutorial. Jetzt ist eine weitere Demo erschienen, wo wir die erste Mission spielen können. Und da dachte ich mir so, komm, das gucken wir uns doch an. Denn ganz ehrlich, mich hat das schon so ein bisschen angefixt, das Spiel. Deswegen, wir schauen mal zusammen rein, mal gucken, was uns hier erwartet. Ja, wir können uns natürlich neu anmelden, wenn wir wollen. Ja, ja, ÖPNV so, zack, zack, zack. Und dann einfach auf Anmelden. Los geht's, Geldmittel haben wir. Ja, hier hatten wir ja das Tutorial. Und jetzt auf der Karte können wir uns jetzt hier nämlich hier das Ganze aussuchen. Und die erste Mission, witzig ist, hier oben, Name der Stadt, steht hier Süstebor. Naja, keine Ahnung. Aber auf dem Bild sehen wir Cleanville. Und wenn ihr das ganze Spiel in Englisch spielt, ja, also mit englischen Text und sowas, steht hier oben auch Cleanville. Warum die hier Süstebor? Keine Ahnung. Das ist wieder eine Sache für sich. So, repariere den Bahnhof, Vorhänge, Schloss schneiden, setze Sicherung ein, schalte den Strom ein, repariere die Buchse, schalte die Beleuchtung der Station ein und rüste den Bahnhof aus. Das alles wartet jetzt uns, oder wartet jetzt hier auf uns. So. Können die einfach machen, was sie wollen, ja? Das finde ich halt so klasse. So, gemischt einfach hier hin. Tonne genommen und los geht's wieder. Oh. Mittlerweile mich echt wieder ertappt, wie ich jetzt wieder Hausflipper wieder vorgeholt habe und das Ganze jetzt wieder spiele. Das macht schon Spaß. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, denn halt, dass falls es denn da ist, dass wir das Ganze dann immer so ein bisschen als Lückenfüller nehmen hier bei uns auf dem Kanal. Ja. Und so wie ich es ja gesehen habe, der ein oder andere von euch hat es ja geschrieben, dass er davon gerne mehr sehen würde. Wollen. Und dann werden wir das natürlich auch tun, denn, ne? Erstmal machen wir hier alles kaputt. Wir müssen zerstören. So, dann wollen wir das Ganze jetzt hier einsammeln. Die Dose auch bitte. Hier oben links habt ihr wieder den Fortschritt, ne? Der muss natürlich dann auch wieder vollständig sein. Wir starten mit 5000 Guthaben. Wo wir jetzt 10.000 auf einmal haben. So schön mit der Schere geschnippelt. Großartig. Geld kriegen wir meistens wieder, also 800 kriegen wir wieder, 200 wird natürlich bezahlt, aber ich will jetzt natürlich nicht mit den Müllsäcken und sowas jetzt kilometerweit rennen, deswegen kannst du hier ein bisschen, oh, was sind alle Reifen jetzt geflogen, wieso liegt denn der da hinten? So. Jetzt brauchen wir die Axt hier, um das Ganze hier zu beschneiden. So. Oh Gott. Haben wir schon mal 200 bezahlt jetzt hier. Dann zeigt es jetzt hier an, dass wir hier noch ein paar Sachen reinpacken müssen. Muss man auch erstmal wissen. Diese Kreise hier auf dem Boden. So, hier haben wir jetzt nichts. Das ist auch nichts mehr. So, mit dem Tablet können wir das Ganze dementsprechend ja auch kaufen. Jetzt sehen wir hier auch mal so ein bisschen, was hier alles zu enthalten ist. Also, das ist alles.
Dann können wir das Ganze hier noch zwischen Bänke und Stühle, Müllcontainer und sowas hin und her schalten. Und da ist schon einiges dabei. Also auf jeden Fall brauchen wir schon mal das hier. Ein kleines Waschbecken. Wir brauchen eine Toilette. Dann haben wir hier so ein kleines Urinal. Papierspender. Und einen Seifenspender. Können noch einen Händetrockner kaufen. Das können wir jetzt hier denn alles platzieren hier. Sogar, egal wie hoch ihr das machen wollt, ja. Seifenspender. So, sind der Badezimmer ist fertig. Und ein neues Badezimmer eingerichtet hier. So, das kann man nicht aufheben. Dann demontieren. Und das hier alles aus. So. Boah, ich hoffe, dass sie den Namen noch ein bisschen anpassen. Fetzt halt irgendwie nicht so der Name. Müssen wir erstmal gucken, bevor wir jetzt hier irgendwas löschen. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun, denn ne? Also, virtuell jetzt hier zum Beispiel noch so ein bisschen hier zu putzen. So, wir müssen mal kurz zum Auto. Wir brauchen was. So, das war's. Repariere die Buchse. Wir sehen jetzt im Möbel 6 Stück, Müllcontainer und Dekorationen. Gehen wir mal jetzt hin und ja, können jetzt mal gucken. Möbel haben wir jetzt hier. Ne? 6 Stück. Skandinavisches ganzes Regal, Ikea lässt grüßen. Komm, dann haben wir jetzt hier noch so Dekorationen. Ein Drachenbaum und dann machen wir hier noch einen. Hau die Scheinfläche nicht ganz hin. Und was war noch? Ach, ein Müllcontainer. Achso. Dann machen wir jetzt erstmal hier.
Hübsch. So, wir brauchen jetzt noch, was? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendein Möbelstück hat er jetzt nicht genommen. Ach so, okay, er nimmt den Schrank nicht. Okay, scheint ein Bug zu sein, weil den will er nicht. Toll, jetzt habe ich hier einen Schrank gekauft, der, praktisch jetzt nicht benutzt wird. Das ist natürlich schade. Und der Mülleimer war noch, ne? So, sind uns der Raum fertig. So, haben wir jetzt unsere 804 bekommen. Können wir noch einen weiteren Container hinstellen. Die ganze kam ein bisschen spät. Hä, ich bin ja gerade lang gelaufen. Kann jetzt hier schon wieder was hängen hier. Alles in den Müll hier. Weil, ganz ehrlich, das würde ich hier auch abreißen, aber das kriegt das nicht weg hier. Es gibt keine Interaktionsmöglichkeit. So. Damit haben wir freigeschaltete Belohnung. Kommende Belohnung. Ein Zug, okay. Achso, das ist wahrscheinlich. Ah, ich glaube, das ist für unser Dings, ne? Für unsere Modellbahn. So, reinigen. Ja.
Reinigen. Ja, zum Ende des Monats, glaube ich, jetzt, ne? Sollte das Ganze kommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich bin gar nicht mehr so 100% sicher. Aber ich muss nur sagen, ja, das ist eine nette Geste. Na gut, das hätte man noch in einer Demo reinpacken können, aber. Steigert vielleicht nochmal ein bisschen die Vorfreude, keine Ahnung. Das Ganze, wie gesagt, ja vom Playway. Wieder published. Und dann auch vielen Dank, ne, für alle Kommentare, die ihr unter dem letzten Video davon geschrieben habt. Alle durchgelesen. So. Oh. Oh. Gut, dann haben wir jetzt schon gleich den Vorraum hier schon fertig. Den zweiten Stern. Freigeschaltete Belohnung. Kommende Belohnung 2000. Prozent haben wir.
Ja. Muss er echt so zu den Flecken hin, da, ja, bis er denn die wirklich wegkehrt. Das ist ein Fenster. So, dann den Schwamm. Da läuft Tina. Alles klar. Tut mir leid, Tina, aber das muss weg hier. Das geht nicht. So. Das ist sehr interessante Musik, ja, also, die man sich hier gewählt hat. So. Weitere Belohnung für uns? Nee, haben eine Belohnung. Hier ist nämlich sonst nichts mehr. So, was wollen wir hier? Also 6 Bänke, 3 Müllcontainer, 2 Uhren. Also, 6 Bänke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 Uhren waren das, ne? Dann waren das 3 Mülleimer. Und dann brauchen wir auch noch einen. Da brauchen wir noch elektrische Geräte, brauchten wir noch. Brauchen wir auch noch für drinne. So, dann Ticketautomaten. Lebensmittelautomat. Dekorationen. Ah, okay. So, nochmal schnell Blumen kaufen. Dekoration. So, hier haben wir auch die ganzen Hauptziele erfüllt. So, ein Fahrkartenautomat. So, Dekoration, Bänke. Thank you.
So. Dann Mülleimer. So, hier brauchen wir Bänke und Stühle, Möbel 3. Bänke und Stühle. Oh, wo haben wir sie denn jetzt? So, damit haben wir es auch fertig. Sein Büro. Haben wir hier auch noch Bänke. Müllcontainer. Eine Abfahrtstafel brauchen wir. Und eine Uhr. So. So. Die Aufgaben sind erfüllt. So, hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir nichts mehr. Kann nur da so mal gucken, hier, ob hier noch irgendwas ist. Wir müssen halt mal warten, bis der fertig gescannt hat.
Aha. Ach so. Ach, das gehört auch zu mir? Das wusste ich gar nicht. Na gut. Was kann sich jetzt so um Stunden handeln? Na toll, das haben wir natürlich. Och, ups. Das Level ist abgeschlossen. Das Level wurde abgeschlossen. Du hast es geschafft und vollständig aufgeräumt. Du kannst auf diesem Level bleiben oder im Hauptmenü zurückkehren. Vielen Dank, dass du den Prolog des Spiels Train Station Renovation erster Job gespielt hast. Wenn dir unser Spiel gefallen hat, kannst du die Vollversion kaufen. Wir sehen uns am nächsten Bahnhof Renovierer. Ja, das war's also von diesem Spiel. Train Station Renovation. Also das ist schon beruhigend, sag ich mal, ja, wenn du hier einfach so ein bisschen rumtüfteln kannst, ein bisschen bauen kannst. Wie gesagt, das gleiche wie House Flipper, bloß dass es halt jetzt Bahnhöfe sind. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, macht schon Spaß, so für zwischendurch kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die nächsten Bahnhöfe aussehen. Wir werden das Ganze dementsprechend natürlich hier auf dem Kanal weiter fortführen. Ja, also falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Gerne ein Like da lassen oder schreibt es auch in die Kommentare. Würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!